Shalom Aleichem, täglichen Tanja, Yudbet Tammuz, 12. Tammuz, ein besonderer Tag, wo der Prediger Rebbe wurde befreit vom Gefängnis. Wir lernen Igeret HaTshuva, Kapitel 1, Seite 91. Die Mitzvah von Tshuva, von Umkehren, das ist zu verlassen den Weg von Sünde alleine. So wie es steht in Sanhedrin und in Shulchan Aruch. Dass ein Mensch soll feste Entscheidung treffen, dass er nicht mehr weiter Dummheit tun, Fehler tun, um Widerstand und Gott behüte gegen Hashem, gegen sein Königreich Itbarach, und soll er nicht mehr übertreten die Sünden gegen die Befehle von dem König, Gott behüte, Gott bewahre, auch in die Gebote, Mitzvot Aseh, und auch in die Verbote, Mitzvot Lot Aseh. Das heißt, Tshuva bedeutet, ich werde nicht mehr reden, Lashon Hara, böse Rede über andere Leute. Wenn ein Mensch das tut, dann sündigt er gegen Hashem. Und das ist die Formulierung von dem Wort Tshuva. Tshuva bedeutet umkehren, rückkehren, zurückkehren zu Hashem. So wie es steht geschrieben, der Freveler soll verlassen seinen Weg und jeden Freveler und böser Mensch soll er aufhören mit seinen Gedanken, wie Joshua, Lavaye, wie Rachmeyu, und wird er umkehren zu Hashem und Hashem wird ihm das aufnehmen. Steht auch geschrieben in 5. Buch Mosche, du sollst umkehren bis Hashem dein Gott und du sollst hören seine Stimme. Und so wie es steht geschrieben, Hashiveinu Hashem Elecho, Hashem, hilf uns, eine Gefühle, eine Signale, eine Funken von Tshuva von dir. Und nicht so wie die Gedanke von dem Publikum, dass Tshuva umkehren, besser zu werden, das ist Fasten. Auch wenn ein hat gemacht solche Vergehen, solche Averot, solche Sünden, wo man braucht Strafe durch Leiden, das heißt, Hashem wird das ihm bringen. Aber wenn seine Tshuva ist vom ganzen Herzen, von dem ganzen Herz und Seele und Nefesh und Mental von Liebe, es ist Reflexion, das nennt der alte Rebbe Itaruta deletata. So wie Menschen, eine liebt dem anderen, er liebt dem auch zurück, so geht das. Genauso, wenn eine liebt Hashem, Hashem liebt dem auch zurück. Und in dem Moment Hashem wird ihm auch vielleicht Schwierigkeiten bringen, weil wenn Hashem jemand liebt, er kritisiert ihn. Und darum Maimonides und Smag, der auch ein Erzähler von allem Mitzvot von der Tora, sie reden über keine Fasten in Tshuva, sondern nur Vidui, deklarieren, bereuen, aussprechen die Fehler, wie habe ich gegangen. So wie Prophet Joel hat gesagt, Shuvu adi bekol levavchem betzoim bivchi. Sollt ihr zu mir umkehren, sagt Hashem, mit Fasten und Weinen, wie kann das sein? Sagt der alte Rebbe, das ist, wenn dort war ein großes Problem über dem ganzen Volk mit Heuschrecken. Und wenn die ganze Land leidet, da braucht man doch Fasten, so wie gelernt in Talmud, in Taanit. Darum, wenn der Publikum hat ein Problem, so wie in Megillat Esther oder in Büchern von Musar, Rokeach und Chassidim. Es gibt viele Fasten, wenn Menschen tun Sachen gegen Hashem und auch wenn eine nimmt raus Samen umsonst, dass er verdient eine Mita Bidei Shamayim, ein Tod im Hände Gottes. So wie es steht geschrieben in Bereshis über die Schwiegersöhne von Jehuda, Er und Onan. Aber das ist nur zu sich zu retten von der Strafe von dem von Hashem, Gott behüte. Und vielleicht auch oder auch zu beschleunigen und heilen die Kapara, die Vergebung auf seine Seele. Und auch vielleicht dieser Zurück zu Hashem, nicht gekommen vom Liebe, sondern von Angst. Wenn einer kehrt zurück zum Angst, weil er will nicht Strafe,
Er ist nicht überzeugt, er will nur seine Ruhe haben. Aber wenn einer hat das gemacht von Liebe, dann braucht er von sich aus nicht leiden. Hashem wird ihm schon von seiner Seite Sorgen, schwere Tikkunim. Er muss nicht dazu noch fasten. Schkoyach.